You're listening to the International Community Radio Network. Detlef vom Wake News, Radio Wake News TV. Heute ist der 8. April 2013 und ich bin hier wieder einmal im Außeneinsatz mit Herrn Martin Deschler, der ja wieder, ja, wir berichteten kurz darüber, überfallen wurde von einem Trupp bewaffneter, uniformierter und einigen zivilgekleideten Personen. Und über diese Sache wollen wir heute mal etwas intensiver berichten. Uns vor allen Dingen auch aus der ersten Quelle die Informationen holen, die notwendig sind, um die Sache zu begreifen. Es wird ja immer auch mal in den sogenannten kontrollierten Medien hier regional darüber berichtet. Aber die scheinen ja eher nur ihre Informationen aus dem Hauptquartier des Systems zu bekommen, nämlich dem Landkreis Lörrach, Landratsamt Lörrach mit einer entsprechenden DUNS-Nummer, also einem Geschäftspartner, von wem auch immer. Okay, ja, darüber werden wir noch extra in dieser Berichterstattung berichten, was die sogenannte Matrix-Medienlandschaft über die Maßnahmen des Landratsamts Lörrach so berichtet.
Jedenfalls waren die nie bei Herrn Martin Döschler, haben den nie interviewt, so wie ich das hier mache. Wogegen ich auch versucht habe, bislang bei dem Landratsamt Lörrach die entsprechenden Informationen zu holen, habe also Presseanfragen gestellt. Die wurden mir am Anfang sogar noch beantwortet, aber immer negativ. Ne? Also keine Informationen mir geben will. Und später habe ich überhaupt keine Antwort mehr gekriegt. Also das ist so ein bisschen die Öffentlichkeitspolitik hier der sogenannten untersten Regierungsstelle. Was natürlich dazu geradezu schreit, dass man die obersten Verantwortlichen jetzt einmal anspricht. Das werde ich auch tun. Ich werde eine öffentliche Presseanfrage stellen an den Herrn Kretschmann, der ist hier Chef von in Baden-Württemberg als Ministerpräsident. Und da werde ich ihm zum Beispiel die Frage stellen, weil man die Unteren geben keine Antwort, dürfen sie vielleicht nicht, wo denn eigentlich jetzt die Tiere geblieben sind von Herrn Martin Döschler, die man ihm schon im letzten Jahr weggenommen hat. Das waren insgesamt 50 Tiere oder so. Keine Auskunft bis jetzt. Die sind im Nirwana von Baden-Württemberg gelandet. Keine Ahnung, wir werden es herausfinden. Und ich denke, Herr Kretschmann sollte da dann auch bei Zeiten mal antworten. Sonst gehen wir nachher davon aus, dass sie alle umgebracht wurden. Und werden das dann auch so veröffentlichen. Gut. Aber jetzt wenden wir uns erstmal der letzten Plünderungsaktion seitens der untersten Regierungsstelle in Anführungszeichen zu. Da geschah nämlich Wunderliches. Der Herr Martin Döschler hat ja zu diesen ersten Plünderungsaktionen im letzten Jahr speziell am 18. und am 19. Dezember 2012, wo auch Wake News ja vor Ort war und auch mal kennenlernen konnte, wie die dort bewaffneten Uniformierten sich gegenüber der Presse und anderen Menschen verhält. Ja, haben wir intensiv berichtet. Und Herr Martin Döschler hatte vielfältige Widersprüche eingelegt, wo nie was kam. Ne? Und jetzt haben wir hier ein Schreiben vorliegen vom Landkreis Lörrach Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung, geschrieben von einem Herrn Markus Gries. Er hat mit so einem Kringel unterschrieben. Ja. Ich zeige das mal hier hoch. Das ist jetzt hier eine Kopie davon. Aber dass ihr seht, das Dokument bringen wir dann nochmal in den Bericht rein. Da hatte der Herr Gries verfasst am 15.03.2013 Durchführung des Tierschutzgesetzes ihre Widersprüche gegen unsere Verfügung vom 7.12.2012, ja, wo sie ihm das angeblich so schwerkranke Kalb wegnahmen und das kilometerlang an der Leine über Asphaltstraßen wegschleppten. Wir berichteten darüber. Und 18.12.2012 Abgabenachricht. Er schreibt: Sehr geehrter Herr Döschler, Ihre eingelegten Widersprüche datiert vom 16.12.2012, 18.12.2012 und 4.01.2013 gegen unsere Verfügung vom 7.12.2012 und 18.12.2012, Aktenzeichen 108.861. werden wir dem Regierungspräsidium Freiburg im Breisgau zur weiteren Entscheidung vorgelegen, hat er geschrieben, aber wahrscheinlich vorlegen gemeint. Okay. Da wir nach Überprüfung der Sach- und Rechtslage zu dem Ergebnis gekommen sind, Ihre Widersprüche
selbst nicht abzuhelfen, also so ein bisschen mit dem Deutsch, ne, so ein bisschen durcheinander, beziehungsweise stattzugeben. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung Ihres Widerspruchs gemäß § 80 Absatz 5 VWGO beim Verwaltungsgericht Freiburg zu stellen, wie Ihnen dies auch bereits schon im Schreiben des Regierungspräsidiums Freiburg vom 1.3.2013 mitgeteilt wurde. Mit freundlichen Grüßen, Gris mit Kringel. So. Ja, und dann kam das Interessante, weil Herr Martin Deschler in Erwartung der Zurücknahme des Tierhalteverbotes, des Berufsverbotes, was man ihm gegenüber ja ausgesprochen hat, unter anderem auch wegen vollständiger Unverhältnismäßigkeit, dass das wieder aufgehoben wird. Der Landkreis Lörrach, hier Landratsamt Lörrach, sich nicht in der Lage sieht, das selbst zu entscheiden, das also nach oben delegiert. Inzwischen herausgefunden habend, dass offenbar eine Verschwörung stattfindet gegen Martin Deschler, weil er mit seinen Grundstücken im Kerngebiet dieses Projektes Lagune ansässig ist, bedeutet, ja, dass wir hier einer ganz großen Sache auf der Spur sind, denn natürlich, wie soll ein Bauernhof, ein Hof, wo Tiere leben mit Weiden, wieso soll der keine Tiere haben? Das Gras wächst. Na gut, man kann das abmähen. Ne? Wofür? Ne? Das macht man ja nur, wenn man Tiere hält, ja, und bringt das dann in die Scheune oder lagert es für den Winter, wenn es da so kein frisches Gras gibt. Grüne Wieden, Weiden und Wiesen, wieso sollten die ungenutzt da liegen bleiben? Und aus der Überlegung heraus hielten sich Tiere inzwischen bei Landwirt Martin Deschler wieder auf. Er betreute sie nicht, sondern gab das in fremde Hände. Einfach damit diese Tiere das tun, was man auf dem Bauernhof macht, nämlich zum Beispiel Gras fressen, ne? Oder eben einfach da zu sein. Tiere, ne? Gehören auf dem Bauernhof, oder? Sonst braucht man keinen Bauernhof. Also hatte er eine Handvoll Tiere, ja, soweit ich das erinnere, waren das 6 oder 7 Lämmer. Dann waren es ein Schweinchen und eine Kuh. Ja, die es fantastisch dort hatten, weil ich hatte die Gelegenheit, mir das anzusehen. Wir haben auch ein paar Filmaufnahmen da, wo auch andere Betreuer eingesetzt wurden, um diese Tiere zu versorgen. Ja, und nun geschah Wunderliches, nämlich das Landratsamt Lörrach, das am 15.03. die Widersprüche eine Etage nach oben geschoben haben, ne, weil das muss man wissen, das Regierungspräsidium ist immer die nächsthöhere Regierungsstelle. Und die waren jetzt eigentlich mit der Sache beschäftigt. Aber nein, das Landratsamt schaltete sich wieder ein und sagte, Sie dürfen hier keine Tiere auf dem Hof haben, überhaupt keine. Ja, und da hat er gesagt, also, ja, Moment mal, also das, ich bin hier Bauer, ich habe Tiere hier und das Berufsverbot, was Sie mir gegenüber ausgesprochen haben, erkenne ich nicht an. Und dann schrieb das Landratsamt, ja, wir stellen dann die Schriftverkehr dann auch nochmal
ins Netz, inhaltlich. Er müsse diese Tiere sofort verschwinden lassen, verkaufen, was weiß ich, sonst würden sie wieder abgeholt. Ja, und dieses Thema hatten wir schon mal. Es wurde dann behauptet, ihm gegenüber, er sei also ein ganz ein Schlimmer, ja, und würde also die Tiere quälen, sag so inhaltlich, ne? Und die hätten dann also enorme Schmerzen zu erleiden und so weiter, ne? Also Wortlaut können wir ja nochmal drauf eingehen. Und als wir das gelesen haben, er hatte mir das gezeigt, da haben wir also uns wirklich überlegt, ob diese Person, die das da verfasst hat, eine Frau, wie heißt sie noch, Herdkorn, überhaupt wirklich weiß, wovon sie spricht. Ja? Weil, also ich habe das jetzt häufiger mal beobachtet, wir haben ja auch Filmaufnahmen gemacht, auch von den Tieren, die ihm jetzt dort helfen sollten, da das Gras kurz zu halten, ne? Und dabei sich wunderschön wohlfühlten. Wir haben die aufgenommen, wir haben die beobachtet. Mir ist kein einziges Tier aufgefallen, das vor Schmerzen geschrien hat, das gequält wurde. Also keins der Tiere war in Handschellen gefesselt worden oder sonst irgendwie drangsaliert, hatte auch keine blauen Flecken und keine Nervenschmerzen von zum Beispiel auf dem Rücken zusammengebundenen Hufen. Ja, oder so. Habe ich nicht entdeckt. Im Gegenteil, die sprangen fantastisch herum. Ihr seht das ja dann auch im Film. Das eine Tier, die Kuh, wollte gar nicht mehr weg von Herrn Deschler. Die sind bei dem Herrn Deschler hinterhergelaufen. Ja. So unglaublich, könnt ihr dann sehen. Also was diese Frau Herdkorn und ihre Mitarbeiter da so behaupten in ihren Schriftsätzen, das war ein Strafantrag beim Generalstaatsanwalt in Karlsruhe wert, nämlich auf üble Nachrede und Beleidigung. Was übrigens Herr Martin Deschler auch gestellt hat. Wir werden auch diese Strafanträge und so alle dann mal veröffentlichen. Gut, aber nichtsdestotrotz hatte dann Herr Martin Deschler ein Schreiben geschickt am 27.03. via Fax und am 28.03.2013 per persönlicher Übergabe beim Landratsamt in Lörrach mit Stempel. Und hat dort diese Maßnahme zurückgewiesen. Und ja, ich denke, was man auf jeden Fall mal machen sollte, ist dann dieses Schreiben zu veröffentlichen. Ihr findet das dann später in der Aufzeichnung. Ja, und da hat er also auf mehrfachen Seiten genauestens erklärt, weshalb er dieser Maßnahme nicht zustimmt. Das war dem Landratsamt vollständig wurscht. Die kamen, wie immer, mit bewaffneten Uniformierten. Soweit wir es jetzt gezählt haben, waren das, glaube ich, 6 bewaffnete Uniformierte. Einige bekannte Gesichter wieder dabei. Und circa 6 zivile Personen, also zu 12 wieder mal, um diese insgesamt 7, 8, 9 Tiere abzuholen. Aber sie waren auch noch auf was ganz was anderes scharf, nämlich Cash, Geld oder Leben. So konnte man das fast meinen. Um das wäre es gegangen. Ja, aber wir werden das jetzt gleich mal aus dem Munde von Herrn Deschler
selber hören, was er an diesem Tage, dem Donnerstag, den 4. April 2013, so erlebt hat. Ja, und ich habe jetzt hier Herrn Martin Deschler neben mir sitzen. Herr Deschler, erstmal, wahrscheinlich ist er noch so ein bisschen, der Schock sitzt noch in den Knochen, oder? Ja, genau so ist es. Ich habe es immer noch in den Knochen, ja, der steckt in den Knochen. Die haben meine Muskeln überdehnt und haben mich da festgehalten, gewaltsam. Und das, diese Überanstrengung, die dauert halt einige Tage, bis das sich wieder einrenkt. Und ja, also. War das denn so halbwegs richtig, was ich jetzt erzählt habe? Ja, genau so war es. Ja. Sonst hätte ich jetzt hier gestoppt und wir hätten das nochmal aufnehmen müssen. Aber scheinbar habe ich es richtig wiedergegeben. Aber schildern Sie uns mal genau, was an dem Tag geschehen ist. Ja, gut. Die sind da also erstmal, ist ein einziges Auto, ein Zivilauto, so ein Van vor dem Nachbarhaus gestanden und hat dort gewartet. Das habe ich dann gesehen. Dann habe ich überall angerufen, Bekannte und dann auch sie, dass jetzt wohl losgeht da mit dem Vieh. Die hatten das ja schon angedroht. Und kaum hatte ich telefoniert, da sind sie auch schon, dann kam die Verstärkung, sind sie alle dann auf den Hof gefahren mit den Polizeiautos und so weiter, mit den Viehtransportern. Und da haben sie mich dann gleich umzingelt, die uniformierten, bewaffneten Leute. Ja, und weil ich da noch ein Bußgeld offen hatte, weil ich mal mit dem Anhänger mein Vieh auf einer vom Verkehr, also abgesetzten für den öffentlichen Verkehr, nicht zulässigen Straße ohne TÜV am Anhänger mein Vieh versorgt habe, sollte ich Bußgeld bezahlen. Das habe ich abgelehnt, weil ich auf Privatgelände brauche ich ja keinen TÜV am Anhänger, wenn ich dort fahre. Und da ich das nicht bezahlt habe, dann hatten die gleich die Forderung gestellt, ich solle Geld holen aus dem Haus. Ja, und hatten mich umzingelt und da festgehalten vor meiner Haustüre. Und das war wohl nur die Ausrede, damit sie mich davon abhalten konnten, zu schauen, wie mein Vieh gleichzeitig abtransportiert wurde, wie die vom Veterinäramt und die anderen Uniformierten, da durch meine Stallungen überall geschwärmt sind und sich das Vieh geschnappt haben. Ja, da wurde ich einfach vor dem Haus festgehalten mit der Begründung, ich müsste das Geld holen oder ich würde abtransportiert werden und festgenommen. Gut, nach langem Hin und Her habe ich dann das Geld geholt. Ich wollte ja dabei sein, wenn mein Vieh abtransportiert wird, wollte schauen und vielleicht auch noch etwas filmen. Und dann hat man sich darauf geeinigt, ich gehe jetzt ins Haus und hole das Geld. Sie haben da Hofverbot. Verlassen Sie den Platz, verlassen Sie den Hof. Also, bleiben Sie mal bitte da. Ja? Sie haben Hofverbot. Es ist eine offene Geldbuße in Höhe von 40 Euro oder Sie müssten einen Tag ersatzweise in Haft. Außerdem sind noch Kosten offen. Verlassen Sie den Hof. Gönnen Sie, Sie haben doch nichts verloren. Außerdem können Sie sich nicht ausweisen. Zeigen Sie mir erst mal, was für Auftrag Sie haben. Das erklärt Ihnen der Kollektor. Und Ihre Dienstausweis. Beamterausweis. Ja. Der Film geht, es ist gut, das ist drauf. Sie haben gesehen, den Ausweis. Sie haben keinen Beamterausweis. Ich habe den Haftbefehl für Sie. Können Sie das Geld bezahlen, Herr Deschler? Ja. Ja, gut, dann können Sie es mir geben.
45 Euro befreit sie von der Vorführung ins Gefängnis. Dann bitte ich sie, das Geld zu holen. Aber Sie treten so lange zurück. Nein, bis so lange die Maßnahmen. Sie haben von meinem Wohnhaus so lange nicht verloren. Dahinter warten Sie. Dahinter warten Sie. Wir bleiben. Wir dürfen das Grundstück betreten. Aber nicht von meiner Haustür, wenn ich reingehe. Das ist unerheblich, wo wir jetzt stehen. Das ist erheblich. Dahinter können Sie warten und dann kriegen Sie Ihr Geld. Herr Deschler, wir geben die Gelegenheit, das Geld zu holen. Ja, aber nicht hier. Sie sind dahinter daheim und ich bin hier daheim. Um eine mögliche Flucht zu verhindern, werden wir natürlich hier bleiben. Die verhindern Sie dort? Nein. Doch. Herr Deschler, wegen ein paar Metern brauchen wir uns das nicht streiten. Ich will das nicht haben. Ja, dass Sie mich verfolgen, wenn ich Geld hole. Nein, wir bleiben hier stehen. Sie können. Sie sind mir zu nah hier. Sie sind mir hier zu nahe. Ja, Sie lügen, wo ich mir Geld herhole und das ist nicht rechtens. Das ist doch gar nicht wahr. Also Herr Deschler, Sie können reingehen, das Geld holen, wir bleiben draußen, dann bringen Sie mir das Geld. Ich hole es Ihnen, aber Sie machen einige Meter zurück. Nein, Sie stehen nicht vor meiner Haustür, wenn ich Geld hole. So ist es mal. Ja, okay, so ist es halt das eben. Brauchen wir nicht gefallen. Sie haben, die Möglichkeit, das Geld zu zahlen, sonst wären Sie. Ich zahle es Ihnen, aber Sie machen ein paar Meter Abstand. Dann holen Sie bitte das Geld. Ich hole es Ihnen, aber machen Sie den Abstand. Das ist kein Handel. Sie haben einen Haftbefehl gegen. Und ich habe ein Hausrecht hier und Sie haben keins. Genau so ist es. Ein Haftbefehl toppt es halt. Sie kriegen Ihr Geld, aber Sie warten hinten. Und wir warten hier. Wir wären schon lang fertig, wenn Sie die Kohle holen. Ja, also machen Sie das. Nein, wir geben hier keine Kompromisse ein. Also, es gibt einen Haftbefehl. Sie haben aber doch nichts verloren. Doch, haben wir. Nein, da wo mit Geld ist, haben Sie nichts verloren. Das Geld haben Sie nicht hier im Hof. Aber ziemlich nahe. Und Sie können mich verfolgen, wo ich es herhole. Das können wir auch von da. Und das ist verwahrt. Und da brauchen Sie keinen Einblick haben. Herr Deschler, da gibt es keinen Handel. Wenn Sie das Geld haben, können Sie die Haft ersparen, wenn Sie es nicht holen wollen. Ich hole es Ihnen, ich will es holen. Ja, aber dann, ich bin nicht gesagt. Das heißt, ich will es nicht, ich mache es nur, damit Sie mich nicht mitnehmen jetzt, in dem Moment. Ganz einfach. Genau, Sie können es unter Protest bezahlen, wie Sie auch immer machen. Aber Sie machen den nötigen Abstand. Dann stellen Sie wenigstens zum Auto hin. Das ist nicht zu viel verlangt. Also bis zum Auto. Sie haben keine Blickeinsicht, wo ich mein Geld herhole. Und Sie sowieso, Fräulein. Dann holen Sie Ihr Geld. Ja. Sie haben sich nämlich gar nicht ausgewiesen bis jetzt. Es reicht, wenn es einer macht. Ich brauche Ihren Beamtenausweis. Genau. Also, holen Sie das Geld bitte. Sie haben keinen Beamtenausweis. Alle zusammen nicht. Sofort! Aber lassen Sie mir eine Hand frei dafür! Okay? Sie kriegen Ihr Geld! Wenn Sie mich loslassen, ich habe Sie bei! Also, dann gehen wir vor zu den Kollegen, dann können Sie nein, Sie kriegen es hier! Das ist immer im Gewahr. Nein, ich habe Geld in der Tasche! Hosentasche! Holen Sie sich's! Ja, holen Sie sich's! Ja, jetzt lassen Sie mal los! Lassen Sie können immer los! Ja. Sie können es uns geben. Dann lassen Sie die Hand los, dass es Ihnen Geld nein, hat. Nein, wir können jetzt da raus. Und Sie holen es auch später. Herr Deschler, wenn man jetzt ein brutal wäre, das muss nicht sein, oder? Sie kriegen Ihr Geld, da brauchen Sie nicht brutal werden.
dann wollte ich mit dem Geld einen Umweg durch meine Stallungen machen, um zu sehen erstmal, was da vor sich geht. Ja, dann haben die das mitgekriegt, dass ich nicht auf dem direkten Weg zurückkomme und haben mich dann im Stall überfallen und gefesselt. Die haben den einen Arm über eine Wand, die ist ungefähr 1,60 Meter hoch, drüber gezogen und den anderen Arm auf der anderen Seite, wo es nicht so hoch war, um einen Pfosten herum und hinten dann zusammengebunden mit Handschellen. Ja, und dann hing ich da so über dieser Wand. Ja, dann hat mir noch ein Polizist, also ein bewaffneter Uniformierter, meine Mütze, die ich auf hatte, übers Gesicht gezogen. Ja, dann haben sie mir die Hosenträger auseinandergerissen, dass die Hose runterhing. Und dann hing ich da so und das hat natürlich wehgetan, weil ich da über der Wand so gehangen habe. Und dann konnte ich zusehen, wie meine Lämmer da an mir vorbei, also rausgeholt wurden. Ja, und da hing ich vielleicht eine halbe Stunde und bis die Tiere dann weg waren. Und dann so allmählich, dann wollte man mich rausbringen, also dass ich den Stall verlassen sollte. Und da war die Türe aber verschlossen, dann ging das dann nicht. Dann stand man da vor dieser Ausgangstüre und dann wurde ich dann da losgelassen. Ja. Ja, also es ist mal wieder Dramatik hier auf dem Hof von Herrn Martin Neschler. Das heißt, wir haben ja auch festgestellt, dieses eine Fahrzeug, dieser soll wohl ein Mercedes-Van gewesen sein, hatte ein Siegburger Kennzeichen. Es waren ja auch einige bewaffnete Uniformierte dabei, die eine bestimmte Art von Uniform hatten, oder? Ja, die waren ziemlich schwarz angezogen. Das war wohl eine Sondereinheit irgendwelcher Art. Ja, und wir wissen, dass in St. Augustin, das ist bei Siegburg, das ist in Nordrhein-Westfalen, liegt so in dem Eck Köln, Bonn, Frankfurt, dass dort also die Zentrale der GSG 9 ist, übrigens auch eine Firma, ne? Mit DUNS-Nummer, ne, da wird auch in diesem Bericht kurz dann darauf eingegangen, die also anscheinend hier ihren irgendeinen Betriebsausflug machten, hier zu Ihnen, um zu sehen, wie es bei Martin Deschler zugeht und die also so bestimmte, besonders schmerzhafte Arten und Weisen kennen, wie man jemanden wunderbar im Stall anketten kann, oder? Ja, das waren also Perfektionisten, ja, die wissen ganz genau, wie man jemanden Schmerzen zubereitet. Ja, da war da noch eine Polizistin, die hat dann gesagt, sie macht jetzt die Handschellen mehr Richtung Handgelenk, wohl damit es mehr weh macht, ja, dass es mehr Spuren hinterlässt und Schmerzen dann auf die Dauer. Und dann hat sie das auch gemacht, die Handschellen Richtung Handgelenk gezogen, dass es da vorne zog. Und ja, also die Frauen, die bei den bewaffneten Uniformierten, die müssen wohl den Männern immer beweisen, dass sie das alles, diese Folter, viel besser können noch als Männer das fertigbringen. Ja. Das kommt immer wieder rüber. Sind die so ein bisschen sadistisch, ne? Wahrscheinlich veranlagt. Ja, es gibt ja so auch, also Dominos sagt man ja nicht, das werden ja männliche, Dominas, ne? Das ist glaube ich das weibliche. Okay, wir haben jetzt hier dann, ich weiß, eine Frau, glaube Kranzer, oder war die, war das die, diejenige, die da irgendwie diesen Trupp leitete, oder? Ja, auf jeden Fall war es dieselbe, die schon die letzte Plünderung kommandiert hatte. Okay. Ja, und die war jetzt wieder dabei. Und dann habe ich hier auf dem einen Zettel, wo man ihnen die Kohle abgezockt hat, übrigens war das ja etwas, wo Sie noch den Rechtsweg nutzten, um die Sache zu erklären, dass Sie der Ansicht sind, dass Sie diese Sachen gar nicht schulden. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Hier steht ein sogenannter Vorführungsbefehl. Was ist ein Vorführungsbefehl? Also kein Haftbefehl und kein Durchsuchungsbefehl. Ein Vorführungsbefehl, unterschrieben hier von einem Ernst Rechtspfleger.
Ernst Rechtspflege, was ist das, der Nachname? Oder? Okay, dann ein, ja, ein Krixel, ein Kraxel, das ist so eine Art Paraffe, ja, ich halte es mal hoch, da, also eine Paraffe, die ja auch nicht rechtsgültig ist, er hätte also mit Vor- und Nachnamen unterschreiben müssen, um auch rechtsgültig zu sein, ne? Das ist halt so, müsst ihr euch auch mal an eure Gesetze halten, entweder das gilt für alle oder für, ja, was ist, ne? Und dann haben sie das hier einkassiert und dann hat ein Herr Fischer, auch mit einem Krixel, ja, unterschrieben mit PHM oder sowas. Ne? Da steht das Betrag, vielleicht soll es heißen der Betrag, okay, in Höhe von 40 Euro wurde am 4.4.13 durch Herrn Ernst Deschler, das ist sein Bruder, nee, Emil Deschler, Entschuldigung, Emil Deschler, unter Protest übergeben. Ja, immerhin ist es mal schriftlich festgehalten. Also gegen die Plünderung wurde protestiert. Ja, und das heißt, es waren so verschiedene Einheiten, die bei ihnen Gewalt angewendet haben. Jetzt ist es ja so, es gibt ja Grundrechte und Menschenrechte. Och, jetzt werde ich wieder wahrscheinlich Troll-Einträge kommen. Grund- und Menschenrechte gibt's nicht. Oder sowas. Kriegen wir eine ganze Menge. Wir veröffentlichen jetzt übrigens auch nochmal so eine kleine Sammlung von Drohungen, Todesdrohungen. Was haben wir noch? Es wird alles auffliegen. Man wird jetzt endlich über mich alles erfahren. Das Büro auch bloß bei das Radio einschalten. Nein, erfährt man hier alles. Und Herr Deschler würde jetzt demnächst abgeholt in die geschlossene psychiatrische Abteilung. Solche Sachen. Ne? Also solche Drohungen kommen jetzt also häufiger mal rein. Offenbar haben wir so ein bisschen genau in diese Schmerzwunde reingepackt hier mit der Projekt Lagune. Denn das Ding mit Projekt Lagune ist ja fertig. Ne? Nur, dass ihr das wisst, ne? Das gibt es nicht. Das kann nicht realisiert werden, aus verschiedensten Gründen. Schon allein deswegen, weil wir eben öffentlich die ganze Sache diskutieren. Und wir werden jetzt auch eben an Herrn Kretschmann mal rangehen, ne? Und so weiter. Ja, aber was ja auch ganz interessant war, diese Frau Herdkorn, glaube ich, und dann gibt es noch eine Frau Elisabeth Krüger, auch hier, Landkreis Lörrach, ne, halt das mal hoch, da steht Stabsstelle Recht, Sachgebiet Stabsstelle Recht. Hoppala. Na gut, okay, wenn sie Recht kennt, dann müssen Sie auch wissen, wo der Unterschied ist zwischen einem Widerspruch, denn die schreibt hier Widerspruch vom 27.03.2013, Sie haben wohl gar nicht widersprochen, Sie haben eine Zurückweisung gemacht. Und die da steht Zurückweisung drauf. Also die ist ihr scheinbar nicht ganz klar, was die Begriffsbestimmung da bedeutet. Aber unabhängig mal davon, ja, sind das also so Dinge, die hier geschildert werden. Ich glaube, so von einem Grundgesetz hat die auch noch nicht viel mitgekriegt. Und so Menschenrechte, ne, Normenhierarchie, müssen wir dann mal vielleicht auch an die vorgesetzte Stelle mal weitermelden, dass da offenbar große rechtliche Lücken vorhanden sind. Der Sache gehen wir auch von Grund. Ne? Okay, jetzt kann man sagen, wir haben das diskutiert, Herr Deschler, stellt euch mal vor, ihr werdet von einem Trupp bewaffneter, uniformierter, eingekesselt, bedroht, gefoltert, ein bisschen so mit Handschellen irgendwo an den Pfosten, ne? Gekettet. Was könnt ihr machen? Einer gegen, sagen wir mal, 6. Ne? Gut, wenn er die Hände frei gehabt hätte, hätte er vielleicht ja irgendwas, ne, vielleicht noch machen können. Aber der Deschler ist ein friedlicher Mensch, er hat auch gar nichts gemacht. Gar nichts gemacht. Wird natürlich genau das Gegenteil behauptet. Und deswegen haben wir ja das Glück, dass wir auch ein bisschen davon was aufgenommen haben. Und in dieser Veröffentlichung zeigen wir das, wie er also angekettet wurde und was dort wirklich abgegangen ist. Ja, und stellt euch mal vor, ihr werdet in dieser Lage. Hm? Ihr sagt denen, haben Sie schon mal was von Menschenrechten gehört? Haben Sie schon mal was von Grundrechten gehört?
Weil, was der Herr Martin Deschler gemacht hat, und das war sehr schlau, er hat in dem Schreiben vom 27.03., wo er die Zurückweisung vorgenommen hat, darauf hingewiesen, dass sollten seine Grund- und Menschenrechte verletzt werden, dass er dann eine Vereinbarung mit denjenigen abschließt, die diese Grund- und Menschenrechte verletzen, nämlich eine Vereinbarung, dass jeder, der seine oben genannten Grund- und Menschenrechte gegen seinen Willen verletzt, einwilligt, ihm einen Schadensersatz in Höhe von 3 Millionen Euro in Bargeld oder in Gold und Silber zu zahlen, zahlbar sofort netto. Ne? Ja, und ich meine, ihr könnt euch den Film anschauen, ihr könnt euch das ansehen, was geschehen ist. Wir zeigen auch den verletzten Arm von Herrn Deschler und können da mal überlegen, war das jetzt eine Grundrechtsverletzung? War das jetzt eine Menschenrechtsverletzung oder nicht? Gehen wir doch mal ins Grundgesetz für die BRD hinein. Und ich hoffe, dass jetzt alle Rechtsgelehrten der BRD zuhören. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Menschenrechte, Artikel 1. Ja, Entfaltung, Persönlichkeit, Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, Artikel 2. Wohnung ist unverletzlich, Durchsuchung nur mit Richterbeschluss, Artikel 13. Hat man Ihnen, Herr Deschler, einen richterlichen Beschluss vorgelegt? Nein, man hat mir gar nichts vorgelegt. Ich habe ja auch dann verlangt, dass die anwesend gewesenen uniformierten, bewaffneten Leute erstmal mir sagen und zeigen, wer sie sind und sich ausweisen, was sie für einen Auftrag haben. Ja, dann hat mir einer der Uniformierten hat mir von Weitem so eine Art Ausweis hingestreckt, als ich ihn genauer ansehen wollte, ja, vielleicht mal den Namen lesen oder so, hat er ihn zurückgezogen. Ja, und dann habe ich weiter protestiert, die anderen sollten sich auch ausweisen. Ja, und dann hat er gesagt, wenn er das macht, dann würde das für alle Anwesenden gelten, das genügt. Ja, wenn einer das so macht auf diese Weise und was noch zu den Menschenrechten zu sagen wäre, ja, die legen es ja jedes Mal drauf an, mich zu demütigen und zu foltern und erst recht meine Menschenrechte zu verletzen. Der eine Uniformierte hat mir die Mütze übers Gesicht gezogen, als ich in Handschellen gefesselt war. Ja, die uniformierte weibliche Person hat mir an den Handgelenken die Handschellen noch weiter nach vorne geschoben, dass es mehr Schmerzen macht. Ja, dann haben sie mir meine Hosenträger aufgemacht und die Hose runterhängen lassen. Ja, das ist ja Demütigung hoch 3, was da jedes Mal läuft. Das soll wohl den Menschen brechen und verletzen und seelisch zerstören. Ja, das ist wohl das Ziel. Aber ich glaube, das werden sie nicht so leicht schaffen hier. Es geht ja eigentlich immer nur um das Gelände. Ja, der Rest ist denen ja egal. Ja, das Gelände muss frei sein von Vieh, dass es nichts mehr nützt, dem Hof. Ja, der Hof muss leer sein, das ist das Ziel. Ja, damit er nutzlos sein soll. Ja, der Mann muss drangsaliert werden, er muss gedemütigt werden, dass er die Lust und die Freude an diesem Hof verliert. Ja, und dann von alleine sich auf die Socken macht, ja. Aber ich habe jeden Tag eine größere Freude an meinem Hof, auch wenn die Tiere jetzt weg sind. Ja, es gibt da noch jede Menge wilde Tiere, die den Hof immer wieder besuchen. Ja, die kann man gar nicht ausrotten. Ja, die vermehren sich ja immer wieder von Neuem. Ja, die Raben und die im Sommer die Schwalben und die anderen Vögel, die da rumzwitschern. Ja, die besuchen mich ja jeden Tag und die kann man gar nicht ausrotten. Und wenn man in den Garten geht und umgräbt, dann trifft man auf Regenwürmer. Ja, und die Katzen, die von überall her den Hof so toll finden, ja, und auch ankommen, die kann man auch nicht ausrotten, weil die ja teilweise anderen Leuten gehören. Ja, und wenn die weg wären, kämen neue, ja, weil da ein Lebensraum ist.
ja fast wie ein Biotop und alle Menschen und Tiere können sich dort wohlfühlen, wenn gerade nicht diese uniformierte kriminelle Truppe wieder am Werk ist. Ja, sobald die weg sind, wird es auf dem Hof wieder schön und man kann dort gut leben und die Luft und das Licht und die Sonne genießen. Ja, die müssten ja ununterbrochen, ja, müssten die da sein, um das zu verhindern, dass da auf dem Hof ein Leben möglich ist, ja, und lebenswert. Und das gelingt eben nicht, auf diese Weise ja jetzt an das Land zu kommen, auf die Schnelle. Ja, das wird sehr schwer werden. Und wenn da ein Mensch auf dem Hof lebt, ja, der sich dort wohlfühlt, ja, der das Gelände gut und toll, so wie es jetzt ist, findet, ja, und genau wie die anderen Leute, die jetzt sich das Gelände unter den Nagel reißen wollen, weil es ein schöner, warmer und sonniger Ort ist, ja, und denen das halt jetzt nicht gehört, und die wollen sich in den Besitz bringen von etwas, was sie gar nicht erarbeitet und erschaffen haben und dass sie, wo sie gar keine Ansprüche drauf haben, einfach so durch die Hintertür, ohne irgendwie einen Ersatz zu schaffen. Ich würde sagen, das werden wir nicht zulassen. Jedenfalls nicht so schnell. Jetzt hat man ja auch noch nie mit Ihnen über das Projekt Lagune gesprochen. Man hat weder Sie angefragt, ob Sie eventuell bereit wären, Ihre Grundstücke oder Grundflächen für dieses Projekt abzutreten. Ist das richtig? Ja, genau, das ist so. Es wird unter dem Teppich geplant, es wird unter der Decke vorangetrieben, dieses Projekt. Ja, neulich habe ich beiläufig in einer Gemeinderatssitzung, man hat ja immer so getan, als bräuchte man das Gelände nur, um dort Bäume anzupflanzen. Ja, dann hat man mal zwischendurch mein Gelände ausgespart aus dem Plan. Ja, jetzt erfahre ich vor 2-3 Wochen an einer Gemeinderatssitzung, die Information wurde wohl gestreut, weil ich gerade eben mal da war, ja, dass diese Lagune vom Norden her, von der Grenzbebauung des Ortes über meinen Hof hinweg in Richtung Rheinufer vorangetrieben werden soll. Das heißt, der Hof wäre dann mittendrin. Ja, und das erfahre ich dann beiläufig in einer Gemeinderatssitzung. Und mit mir wird überhaupt nicht gesprochen. Die tun so, als wäre da Luft, wäre da gar nichts dazwischen. Ja, als könnte man da nur so drüber verfügen. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Ja, ich bin mal Bauer und ich brauche das Land und den Hof und das Vieh, um davon zu leben. Das ist mein Leben und mein Lebensinhalt. Und das ist meine Berufung. Und da kann man einen nicht einfach so wegjagen. Das geht ja gar nicht. Ja. Man muss ja was tun im Leben, dass es einen Sinn hat. Ja, und das ist eben hier jetzt der Sinn. Und der muss erhalten bleiben. Da beißt keine Maus den Faden ab und keine bewaffneten Uniformierten und was da sonst noch herumschwirrt, ja, um mir das Leben madig zu machen und den Hof abzujagen. Ja, das geht einfach nicht, so geht es nicht. Auch wenn sie den Rechtsstaat von Tag zu Tag mehr unterhöhlen, dann sind immer noch die Menschen und die Völkerrechte da. Ja, und die gelten universell. Und da kann auch eine BRD-Regime nicht rangehen. Die sind einfach existent auf der ganzen Welt und die müssen sie achten. Früher oder später. Ja, danke. Und das ist eine gute Überleitung, weil wir waren noch nicht mal ganz durch mit dem Verlesen der wesentlichen Grund- und Menschenrechte. Es ist ja auch so, das Grundgesetz hat ja immer schon mal vorgesehen, ne? Wenn mal wieder irgendwelche Regime auftreten, die Grundrechte außer Kraft setzen wollen, dass die Macht vom Volke ausgeht und auch ein Recht auf Widerstand gegeben ist, im Artikel 20. Auch ist festgelegt im Grundgesetz, was Herr Deschler gerade gesagt hat, Völkerrecht geht dem Bundesrecht vor, das Artikel 25, und auch im Landesrecht, Bundesrecht bricht das Landesrecht, im Artikel 31. Und nur nochmal für alle, die das nicht so präsent haben, die universalen Menschenrechte, ja, nicht vergessen, die BRD sitzt im Vorsitz des UN-Menschenrechtsrats in Genf seit Anfang des Jahres. Es gibt die Resolution 217a Römisch 3 vom 10.12.1948, was die BRD-Regierung unterzeichnet hat.
Und da steht auch im Artikel 3, jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Artikel 5, niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Und Artikel 8, jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständigen innerstaatlichen Gerichten gegen Handlungen, durch die seine ihm nach der Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenden Grundrechte verletzt werden. Ja, und dann Artikel 9. Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden. Und Artikel 30, das gilt für alle Artikel bis runter, ja, zu den einzelnen Bestimmungen. Artikel 30 der Menschenrechte, keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin ausgelegt werden, dass sie für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu begehen, welche die Beseitigung der in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat. Ja, und ich denke, wenn wir das jetzt mal auf den Fall Martin Deschler beziehen, dann kostet das diese beteiligten Leute erhebliche Summen, denn diese Vereinbarung wurde nicht bestritten von der zuständigen Person Elisabeth Krüger, Herdkorn, wie sie alle heißen. Ne? Also hat er jetzt ordentlich zu tun, auch Rechnungen zu schreiben. Und ja, und alle, die jetzt versuchen wollen, Herrn Deschler festzunehmen, müssen immer wieder damit rechnen, dass sie eben diese Vereinbarung eintreten oder in eine solche Vereinbarung eintreten, wenn die Grund- und Menschenrechte verletzt werden. Dazu gehört es auch, dass widerrechtlich eine Festnahme stattfindet, um Herrn Martin Deschler in eine sogenannte geschlossene psychiatrische Klinik einzuweisen. Und das machen wir hiermit ja offenkundig. Das werden wir sofort veröffentlichen, sollte das einer wagen, mit enormen Konsequenzen für jeden, der da drin beteiligt ist. Das ist völlig egal, welchen Rang, welche Position, welchen, was weiß ich, irgendwer hat. Das wäre die Sensation, die werden wir gleich weltweit bekannt machen. Ja, das ist nun mal so, ne? Okay. Ja, also ich danke erstmal Martin Deschler dafür, dass er uns das berichtet hat. Wir zeigen die Situation, die er erlebt hat. Wir spielen die Segmente raus, die aufzeichnen, dass die bewaffneten Uniformierten bei ihm waren und vor allen Dingen eins wollten, die Kohle. Und wir werden weiter berichten, was läuft. Wir zeigen auch auf, wie toll die Tiere sich hier wohlgefühlt haben und keines dieser Tiere ist jemals von Herrn Deschler gequält worden. Was weiß ich. Also das fragen wir ihn jetzt nochmal. Also Herr Deschler, wenn Sie so, ja, diese Schriftsätze lesen manchmal oder wenn Sie das mal in den kontrollierten Matrix-Medien lesen, ja, ich glaube die eine war, wie hießen die? Badische Zeitung, glaube ich, oder? Stimmt das? Ja. Die haben also alle möglichen Sachen über sie veröffentlicht und haben ihnen unterstellt, sie würden ein Tierquäler sein. Jetzt sagen Sie mir auch nochmal dazu was. Herr Deschler, ja, wie kommen die dazu, beziehungsweise was ist das für ein Unsinn? Ja, also erstmal zur Badischen Zeitung. Ja, die ist ja wohl in den übelsten Händen. Ja, die versuchen ja seit Jahren schon, hier meinen Ruf zu schädigen und zu zerstören, ja. Das ist ja das Letzte über die Badische Zeitung. Lohnt es sich schon fast gar nicht mehr, überhaupt
die, da sich zu Gedanken zu machen und sich dazu zu äußern, ja, das ist ein Kaputtmachblatt ersten Ranges, das wird dann von den Behörden benutzt, um hier die Leute zu zerstören und die Geschäfte von den Leuten, die man weghaben will, zu zerstören. Also, Badische Zeitung ist wohl in meinen Augen das Letzte. Jetzt zu meinen Tieren. Jetzt speziell zu den Tieren, die ich jetzt zuletzt auf meinem Hof hatte. Ja, also denen ging es ja hervorragend. Die bekamen meine ganze Zuneigung und Liebe ab. Die wurden von anderen Leuten dann betreut. Ja, und die haben den Hof belebt. Ja, und haben das genossen. Ja, und jetzt das Frühlingswetter und das neue Gras, das schon wieder wächst. Das war ein Schlaraffenland für die, dass man so Tiere wegholen kann von so einem Ort, ja, die sich dort dermaßen wohl fühlen. Ja, die Lämmer mussten ja 4-5 Mal am Tag getränkt werden mit der Flasche. Ja, das waren ja Lämmer, die von ihrer Mutter verstoßen oder nicht, die nicht die Kraft hatte, sie zu, weil es Mehrlinge waren, sie zu ernähren. Die wurden dann mit der Flasche großgezogen. Und das macht natürlich eine Verbindung zwischen Mensch und Tier. Die betrachten ja dann den Menschen als sein Elterntier und so weiter. Also diesen Tieren ist es garantiert nicht schlecht gegangen. Ja, das hat man auch gesehen. Ja, und was die anderen Tiere vom Dezember, die man im Dezember geholt hat, anbetrifft, ja gut, ich war immer bemüht, das Beste für meine Tiere herauszuholen. Ja, das sind ja auch keine irgendwelche Knuddeltiere oder Mimosen. Ja, die stammen ja ursprünglich aus der Natur und sind das Leben in der Natur gewohnt, auch wenn man sie gezähmt hat und wenn man gezüchtet hat. Ja, also sie können die Witterung und alles ziemlich gut wegstecken. Man muss dazu sagen, dass hier eine Region ist, die zu den wärmsten Regionen und zu den mildesten in ganz Deutschland zählt. Ja, wir haben hier nie extrem richtig kaltes Wetter. Ja, dazu muss ich sagen, ich war neulich an einer Bauernversammlung. Da war dieser Herr Dr. Werner vom Veterinäramt anwesend. Das war der mir am 18. Dezember mit einem Haken meine Schafe an den Füßen eingefangen hat und sie daran festgehalten hat. Ja, der war da und hat vor den Landwirten gesprochen. Da hat er erzählt, Rinder könnten es draußen bis 30 Grad minus aushalten. 30 Grad minus, das gibt es hier überhaupt nie. Ja, und zu dem Zeitpunkt, ja, im Dezember, da war vielleicht mal zwischendurch 3 Grad minus. Ja, man hat es als Anlass genommen, dass man nachher die Tiere weggeholt hat. Ja, die Tiere haben ja eine dicke Lederhaut. Ja, die nimmt man ja nicht umsonst, um Kleider daraus zu machen, damit sich Leute drunter warm haben und Schuhe. Ja, das kommt ja nicht von ungefähr. Ja, dann, das ist nur alles geeignet vom Veterinäramt, um Leute, die nichts davon verstehen, fehlzuleiten, ja, und auf andere loszuhetzen. Ja, das ist alles Panikmache und Propaganda hier vom BRD-Regime, dass hier verschiedene Investoren und Profiteure und Kapitalisten fördern will und das den kleinen Leuten ihr Vermögen, ihr Eigentum, wovon sie leben, das sie brauchen zum Überleben, wegzunehmen und es den Reichen zu geben. Ja, von denen wird das betrieben und die Leute werden fehlgeleitet und da nimmt man die Presse zur Hilfe, wie die Badische Zeitung, ja, die übelsten Praktiken hier praktiziert. Die sind dann die Helfershelfer, die Steigbügelhalter von dieser Menschenrechtsverletzung. Ich habe das ja schon vor vielen Jahren einmal einem Reporter, und es war genau dieser Reportername, will ich jetzt nennen, der in jeder Gemeinderatssitzung einen Ehrenplatz hat, um Bericht zu erstatten, wahrscheinlich weil er genau das berichtet, ja, was die offiziellen Oberen da im Rat gerne haben und was das Volk hören und wissen will, das verschweigen die. Zu so einem habe ich mal gesagt, er wäre
der Untergang von der Demokratie, das habe ich dem ins Gesicht gesagt, ja, auf einer Veranstaltung, wo es auch um die Lagune ging, ja, und dann wäre ich fast aus dieser Veranstaltung rausgeflogen. Nur mit Mühe konnte ich mich da halten, damit ich weiter den Vorträgen da lauschen konnte, die der Herr Benone von sich gab, ja, und so sehe ich, dass die viele Reporter in diesem System sind der Untergang von der Demokratie, weil sie das berichten, was von ihnen verlangt wird, und dafür bekommen sie Wohltaten vom System, und die Sachen, die wirklich auf den Tisch gehören, die werden verschwiegen. Ja, ich kann nur sagen, es ist gut und richtig und sehr wertvoll, dass es hier Fake News gibt. Ja, es gibt nur sehr wenige von diesem Schlag, und ganz Deutschland hätte Fake News. Überall an jeder Ecke wäre Fake News erforderlich und notwendig. Ja, und es sollte sehr viele Hegelers geben im ganzen Land. Dann würde es hier anders zugehen und die Leute würden in Ruhe gelassen und könnten ihre Menschenrechte in Anspruch nehmen, was jetzt ja immer mehr und mehr von Tag zu Tag ausgehebelt und ausgeschlossen wird. Ja, danke für die lobenden Worte. Aber wir tun ja eigentlich nur das, was notwendig ist, um auch unsere eigene Freiheit zu erhalten. Aber was mir eben auffiel, eben weil Sie sagten, diese Zeitung, die Sie erwähnten, mir sind auch ein paar Berichte in Erinnerung, wo zum Beispiel Tiere von Ihnen auf der Weide an einem Tag, wo es gerade mal ein bisschen geschneit hatte, gezeigt wurde und ein bisschen Schnee auf der Weide zu sehen war. An dem Tag hat man dann einen Sensationsbericht gestartet, dass der Tierschutzverein, glaube ich, in Rheinfelden mit bewaffneten Uniformierten zusammen, dort genannt Polizei, vorbeikommen mussten, um die Tiere zu füttern. Und dabei haben sie sich dann da so vor diesem Zaun da oder von diesem Draht ablichten lassen mit so ein paar Tieren im Hintergrund. Die Tiere, das wissen wir, die haben wir selber einmal Test gefüttert mit diesem Heu und haben da einen Film dazu gemacht, den ich noch einspiele. Diese Tiere haben an dem Heu geschnuppert und haben sich dann weggedreht, weil sie gesagt haben, also ja, hast du nichts Besseres, ne? Aber der Tierschutzverein stellt sich dahin, nimmt das frische Heu, was der Deschler dort gelagert hatte, um zuzufüttern, wenn es notwendig war, und schmeißen das einfach auf die Weide, wo das dann von den Tieren zertrampelt wird, weil die, boah, ne, und so weiter. Haben also nicht sehr viel Sachverstand gezeigt beim Zufüttern der Tiere. Und was eben auch noch interessant ist, weil das die wenigsten Leute wissen. Viele erwarten, dass es dicke, fette Kühe gibt. Aber dicke, fette Kühe, Schweine, was weiß ich, gibt es nur, wenn die Mast gefüttert werden. Oder wenn sie tragen. Ja, dann sehen sie aus, als wenn sie viel gefressen hätten, aber das ist ja dann das Kalb, was da drin ist. Oder, ja, ich weiß nicht, gibt es auch mehrere Kälber gleichzeitig, weiß nicht. Aber so. Aber wichtig ist für die Tiere, dass sie immer dann fressen können, wenn es ihnen danach ist. Es gibt ja auch, die fressen nicht 24 Stunden am Tag, sondern die brauchen auch ihre Verdauungszeit. Die stehen noch einfach rum und fressen nicht, wenn sie auf der Weide sind. Weil die gucken, die chillen auch, so wie wir Menschen das auch können, und fressen dann, wenn was da ist. Und die Weiden, die wir gesehen haben, wir gefilmt haben, auch im Winter des letzten Jahres, waren ausreichend mit Futtermöglichkeit versehen. Und zwar Naturfutter. Das ist zwar auch braun, ja, ist ja klar, im Winter ist das nicht grün, es ist braun, ist es aber allemal wertvoller als getrocknetes Heu. Weil getrocknetes Heu wird ja aufbewahrt dafür, für die Momente, wo es gar kein Futter mehr gibt, wo man zufüttern muss. Und das ist ja nicht der Fall, sonst hätten die Tiere ja nicht draußen stehen lassen. Und außerdem ist es auch bei Ihnen ja so gewesen, dass die Tiere Kälber kriegen sollten. Und um fortpflanzungswillig zu sein, müssen auch, glaube ich, Tiere oder wollen Tiere nicht vollgefressen sein, sondern dann müssen sie eine Idealfigur haben. Ist das richtig? Ja, genau so ist es. Es ist wie bei den Menschen.
Wenn die Tiere fett sind und phlegmatisch, ja, dann vermehren sie sich nicht. Ja, und so ist es auch bei meinen Kühen. Das sind ja Milchkühe und nicht irgendwelche Fleischkühe. Und die müssen schlank und rank sein und agil. Ja, und dann sind die gesund und dann können sie sich fortpflanzen und können sie sich gut und frei bewegen. Ja, und dass sie das mit den Fremdtierfütterungen ansprechen, das war gut. Der Tierschutzverein hat eine Futterqualität dort verfüttert, die sie selber mitgebracht haben. Ja, die Tiere haben das einen Tag liegen lassen, bevor sie es überhaupt angetastet haben. Da war denen das Gras von meiner Weide viel lieber. Ja, und dann lag das da. Ich habe das noch in der Nacht fotografiert, wie das haufenweise rumlag und kein Tier hat es angerührt. Ja, dann ist die Polizei an einem Tag gekommen. Ja, ich hatte schon gefüttert. Ich hatte einen Vorrat liegen lassen für den nächsten Tag. Da haben diese bewaffneten Uniformierten das Futter für den nächsten Tag alles auf einen Haufen in die Weide geschmissen. Ja, das geht ja gar nicht. Wenn man mehrere Tiere füttern will, muss man das schön verteilen, dass jedes Tier etwas abkriegt und nicht auf einen Haufen. Dann sind die Tiere in dem Haufen rumgetrampelt und haben es verschissen. Und alles, ja, und die haben gar nicht alle was abgekriegt davon, nur das Futter war versaut. Dann hat man ein Bild in der Badischen Zeitung gebracht von einer tierschutzfreien Tierfütterung. Ja, die haben das Bild auf einer ganz anderen Weide gemacht und dort hochgehalten, das Heu, wo die Tiere gar nicht drauf waren. Ja, das war ein gefälschtes Bild. Ja, die Tiere waren auf einer anderen Weide und gefüttert wurde auf einer Weide, wo keine Tiere waren. Und so wird hier gearbeitet. Ja, das Volk wird fehlgeleitet und verdummt und nur um hier eine Stimmung zu erzeugen. Ja, wenn meinen Tieren ist es immer gut gegangen, so gut ich es nur immer machen konnte. Ich hatte niemals einen Grund, etwas anderes anzustreben. Wenn man natürlich einen Landwirt über 15 Jahre hinweg drangsaliert und ausblutet, ja, dann wird es halt auch ein wenig eng. Da muss man schauen, wo man bleibt und dann kann man halt den Tieren nicht noch den letzten Luxus bieten. Das ist natürlich klar, aber man kann sich immer noch anstrengen und schauen, dass man das Beste daraus macht. Und das habe ich immer getan und das würde ich auch weiterhin tun. Wenn ich wieder Tiere hätte, dann würde ich das genauso halten. Und wenn ich dann in Ruhe gelassen werden würde, dann würde es mir und den Tieren blendend gehen. Der Hof ist hervorragend dazu geeignet. Wir sind hier im mildesten Klima. Wir haben einen Kiesuntergrund, wo niemals Wasser auf den Wiesen steht. Ja, niemals gibt es Staunässe. Das Wasser geht sofort in den Untergrund, wenn es regnet. Und die Tiere können auf trockenem Boden, selbst im tiefsten Winter, noch herumlaufen. Außerdem habe ich hervorragende, luftige und helle Stallungen, wo die rein können, wenn es dann wirklich mal Extremwetterlagen gibt. Ja, dann werden die Tiere dorthin gebracht oder sie finden den Stall alleine und können sich unterstellen. Und kaum ist die Sonne wieder da, stehen sie wieder draußen und können sich da bewegen, werden teilweise auch draußen gefüttert und da haben sie es schön, sie können wählen, ob sie drinnen oder draußen sein wollen. Ja, und besser kann man sich das nicht vorstellen. Der Hof ist speziell für Tiere ausgerichtet. Auch ich bin speziell auf Tiere gepolt. Ja, es macht mir Spaß, die Tiere mögen mich und ich mag sie und wir teilen zusammen alles, was wir haben. Und dann geht es beiden immer gleich gut. Wenn es mir gut geht, geht es auch den Tieren gut. Und wenn man mich natürlich drangsaliert, dann muss ich sehen, ich muss ja für die Tiere da sein, dann muss ich sehen, dass ich da irgendwie das Beste draus mache. Und das habe ich immer getan und das werde ich auch weiterhin immer tun. Für mich gibt es nichts anderes als das. Danke. Ja, also wir haben jetzt gehört von Martin Deschler persönlich, wie man ihn wieder drangsaliert hat. Er hat uns ein bisschen Rückblick gegeben und hat uns ein bisschen die Informationen gegeben, um das zu entlarven, was man ihm gegenüber tut, nämlich einen Propagandafeldzug.
damit er das Land verlässt. Aber wir drücken ihm die Daumen und ich bin sicher, alle meine Zuhörer, Nutzer und ihr alle da draußen werdet uns beistehen in diesem ungerechten Kampf gegen Martin Deschler. Der muss aufhören und wir hoffen, dass die Tiere oder Tiere überhaupt bald wieder auf seinen Weiden sich einfinden können. Herzlichen Dank. Danke. Bis dann. Ja, wieder an. Ciao. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.